Herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Insta-IP-Kamera per WPS mit Ihrem D-Link-Router verbinden können. Das Ganze ist an sich relativ einfach. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie können bei Ihrem D-Link-Router den WPS-Knopf für 3 bis 4 Sekunden gedrückt halten, um WPS am Router zu aktivieren. Und anschließend müssen Sie es mit durch Drücken des Reset-Knopfs bei der Kamera für 3 bis 4 Sekunden auch dort aktivieren. Das wäre eine Möglichkeit. Ich zeige Ihnen aber das Ganze jetzt, indem wir das über die Web-Oberfläche von unserem D-Link-Router machen. Dort ist es nämlich besser, weil Sie kriegen auch direkt schon die Rückmeldung, dass WPS aktiviert wurde, um so sicher zu gehen, dass es am Router auf jeden Fall aktiv ist. Und dann müssen wir es quasi nur noch bei der Kamera aktivieren. Also was Sie als allererstes einmal machen müssten, wäre jetzt die Web-Oberfläche Ihres D-Link-Routers zu öffnen. Dafür geben Sie einfach hier oben im Webbrowser die IP-Adresse Ihres Routers ein, zum Beispiel 192.168.0.1. Dann kommen Sie auf die Anmeldung von Ihrem Router, dort melden Sie sich entsprechend an und anschließend sollten Sie dann die Oberfläche sehen, so wie wir hier. Ich zeige Ihnen das jetzt anhand eines DIR600-Modells. Von D-Link. Sollten Sie einen anderen Router haben von D-Link, dann ist die Web-Oberfläche aber ziemlich identisch. Wir möchten jetzt quasi ein Gerät per WPS hinzufügen. Wir können jetzt entweder schon direkt hier diesen Assistenten verwenden oder Sie gehen hier oben auf Erweitert. Dort haben wir dann hier auf der linken Seite WPS Wi-Fi Protected Setup. Da klicken Sie einmal drauf. Hier können wir dann im unteren Bereich drahtlos Gerät anschließen. Dort einmal draufklicken und hier können wir jetzt den Automodus auswählen. Manuell wäre jetzt nicht richtig, also einfach Auto auswählen, auf Weitergehen. Und hier wählen wir jetzt PBC, was kurz steht für die Push-Button Configuration. Wir sehen es schon ab hier oben stehen. Und sobald wir jetzt hier auf der rechten Seite auf Verbinden gehen, ist beim Router für 2 Minuten dieses WPS aktiv. Das heißt, wir haben 2 Minuten lang Zeit, um dann auch bei unserer Kamera WPS entsprechend zu aktivieren. Also wir tun das jetzt beim Router einmal aktivieren. Und das war jetzt zu schnell. Wir gehen jetzt hier nochmal auf Abbrechen. Wir gehen auf Weiter, wählen nochmal die Push-Button-Methode aus, verbinden. So, und jetzt sehen wir hier die 120 Sekunden, die herunterzählen. Und alles, was wir jetzt machen müssen, ist zu unserer Kamera gehen und dort den Reset-Knopf für 4 Sekunden, also 3 bis 4 Sekunden gedrückt halten. Ich zeige Ihnen das jetzt anhand einer IN8015 Full HD. Der Vorteil bei der Kamera ist, Sie kriegen auch noch ein akustisches Signal von der Kamera selbst, sodass wir wissen, ah okay, WPS ist aktiviert. Also wir drücken jetzt den Reset-Knopf. 1, 2, 3, 4. Und ich weiß nicht, ob Sie es hören konnten, aber die Kamera hat uns jetzt mitgeteilt, dass WPS quasi erfolgreich gestartet wurde. Der Verbindungsaufbau sollte jetzt eigentlich auch nur wenige Sekunden dauern. Das Ganze dauert nicht lang. Und dann sollte uns zum einen jetzt hier der Router hat uns gesagt, es ist erfolgreich. Und gleich sollte uns auch das die Kamera sagen. Da kam die Mitteilung von der Kamera, dass alles erfolgreich geklappt hat. Das heißt, wir haben jetzt im Router schon die Rückmeldung bekommen, dass wir erfolgreich das Gerät hinzugefügt haben. Wir können jetzt hier auf Drahtlos Status einmal draufklicken. Wir sehen jetzt hier quasi die Anzahl der Klienten, die beim WLAN hinzugefügt wurden. Hier sollte jetzt unser neues Gerät drinstehen. Und wenn wir einmal das Insta-Kamera-Tool öffnen, also das Suchtool, um die Kamera zu finden, und hier einfach nochmal auf Suchen klicken, sollten wir jetzt hier auch unsere Kamera finden, die per WLAN hinzugefügt wurde. Wir können jetzt entweder mit einem Doppelklick die Kamera im Webbrowser öffnen oder wir können manuell die IP-Adresse hier oben eingeben, dann einfach Enter drücken und jetzt können wir uns bei unserer Kamera anmelden, die per WLAN verbunden ist. Wir tun das Ganze einmal zulassen. Und haben jetzt hier dann auch schon unser Live-Video. Und wir können jetzt hier im oberen Bereich auf die Einstellungen gehen.
Ich tue gerade mal schnell die Sprache abändern in Deutsch. Und hier unter Systemübersicht sehen wir jetzt bei Netzwerk, dass wir quasi mit WLAN verbunden sind. Wenn Sie schauen wollen, dass die Daten auch übertragen wurden, sind sie natürlich, sonst wären wir nicht per WLAN verbunden. Aber hier unter dem Menüpunkt Netzwerk und WLAN können Sie hier dann auch nochmal sehen, dass die WLAN-Daten entsprechend verbunden, übertragen wurden an die Kamera und somit die Kamera jetzt per WLAN mit dem Router verbunden ist. Das war es auch schon soweit zur WPS-Einrichtung bei einem D-Link-Router. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Schauen Sie einfach mal in unseren YouTube-Kanal, wenn Sie auf YouTube gehen, dort nach InstaTV suchen, dann finden Sie unseren YouTube-Kanal. Abonnieren Sie uns am besten, Sie kriegen dann, werden dann automatisch informiert, sobald neue Videos bereitstehen rund um Ihre Kamera. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihrer Kamera und noch einen schönen Tag.